Wolfgang Katzian von der SPÖ ist der nächste Redner. Herr Lorca, jetzt wollen wir doch, ich kann Sie einmal loben, aber es tut mir leid, es ist leider wieder nicht drin. Sie verlangen hier in diesem Haus seit Monaten und seit Jahren, lassen Sie keine Gelegenheit aus, um über die hohen Lohnnebenkosten und eine notwendige Senkung zu sprechen. Auf meine Frage, wo Sie konkret senken wollen, habe ich bis heute keine Antwort gekriegt, aber das macht ja nichts. Jetzt haben wir das mal aufgegriffen und haben gesagt, okay, wir verlassen uns nicht auf heiße Luftblasen, sondern wir verbinden eine Förderung auch mit einer Senkung der Lohnnebenkosten, aber nur dann, wenn auch zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Und es geht um zusätzliche Arbeitsplätze und wir haben sehr genau darauf geschaut und werden auch in Zukunft darauf schauen, dass es hier keine Mitnahmeeffekte gibt, sondern dass tatsächlich zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. Und Ihr Beispiel mit den Leiharbeitern, das möchte ich aufgreifen, weil ja, natürlich, Leiharbeit ist in Ordnung, ist ein geregeltes Gewerbe in Österreich. Wir haben auch entsprechende Bedingungen. Aber unser Ziel als Gewerkschaften ist es immer noch, jeden Leiharbeiter und jede Leiharbeiterin irgendwann einmal in ein ordentliches Dienstverhältnis zu bringen. Und wenn das einen Beitrag dazu leistet, dass auch Menschen, die jetzt in Leiharbeit sind, dann in ein geregeltes Dienstverhältnis kommen und zusätzlich neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Also was an dem schlecht sein soll, das müssen Sie irgendwem erklären. Uns können Sie das nicht erklären, Herr Lorca. Es ist auch schon darauf hingewiesen worden, dass die Wirtschaft anspringt. Es hat heute die neuesten Wachstumszahlen gegeben, 2,4% für ein abgesandeltes Land. Und was ich da alles gehört habe in den letzten 1,5 Jahren, kann ich nur sagen, gratuliere. Das heißt, es geht aufwärts, es geht, kommt auch schon langsam die Auswirkung auf dem Arbeitsmarkt. Aber uns ist es zu wenig, weil wir nach wie vor der Meinung sind, dass die bestehende Arbeitslosigkeit zu hoch ist. Und deswegen wollen wir auch diesen Aufschwung nutzen, auch die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass es schneller geht mit dem Abbau der Arbeitslosigkeit. Und wenn die Berechnungen und die Einschätzungen stimmen und am Ende des Tages weit über 100.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, so bin ich sehr zuversichtlich, dass wir hier auch einen essentiellen Beitrag zur Senkung der Arbeitslosigkeit leisten. Und wie ich schon gesagt habe, wir werden sehr genau darauf schauen, dass es hier keine Mitnahmeeffekte gibt. Wir haben einen KPV-Fonds, braucht man uns nicht. Und daher ist es wichtig, dass wir das so umsetzen, wie es jetzt vorgeschlagen ist. Vielen Dank. Ziel sei es, jeden Leiharbeiter in ein geregeltes Dienstverhältnis zu bringen, so Wolfgang Katzian von der SPÖ.